Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem ersten Crowdsourcing-Event. Ich freue mich sehr, ich freue mich mega, dass Sie alle hier sind, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe ja mal gedacht, naja, wenn 40 kommen, ist das viel für unsere Verhältnisse. Jetzt sind wir ungefähr 100 Leute hier heute Abend. Das ist eigentlich auch der Anlass, weswegen wir heute Abend hier sind. Ein großes, herzliches Dankeschön an Ihren wahnsinnigen Einsatz. Wir hätten nie mit so viel Engagement gerechnet. Und als am 18. Januar die NZZ über uns berichtet hat, das war völlig ungeplant. Wenn das nicht gewesen wäre, ich denke öfters mal, wie wäre unser Jahr verlaufen? Es wäre total anders verlaufen. Wir hätten wahrscheinlich andere Arbeiten priorisiert. Statistik, gerade zum Anfang, damit das schon klargestellt ist, ich habe die Statistik vom 1. November drin, durch die ganze Präsentation. Sie sehen, wir haben 8087 Hinweise bekommen, das sind einzelne E-Mails. Darunter wurden 5751 Bilder verbessert oder überhaupt identifiziert, weil wir doch einige Bilder haben, wo kein Titel gestanden hat oder immer noch steht. Und wir haben 661 Personen, die Minimum ein Mail uns geschickt haben. Und das sind 90% Männer, das sieht man hier jetzt auch schön abgebildet. Und was wirklich spannend ist und was sich so in anderen Crowdsourcing-Initiativen, die ich kenne, auch wiedergespiegelt hat, es gibt einen harten Kern. Es gibt unsere Top 10, also bei uns ist es gerade die Top 10, die hat bis und mit 1. November 56% aller E-Mails geschickt. Also die haben zusammen, es sind im Moment 11 Leute in der Top 10, es gibt ein Ex-Aequo auf dem Platz 10, die haben also mehr als 4000 E-Mails geschickt. Also crazy, also es ist wirklich wahnsinnig. Wir hatten ja schon mal ein Crowdsourcing-Projekt gemacht mit Swissair-Pensionären, das war ein geschlossener Kreis und da haben wir genau dasselbe gehabt. Da hatten wir so einen Erschließungskönig für die alten Bilder und einen Erschließungskönig für die neuen Bilder und dann noch so eine eingeschworene Gruppe von 5, 6 Leuten aus 135. Also Sie sehen, das ergibt sich eigentlich immer mal wieder so. Wir haben unter Ihnen ganz viele Spezialisten. Da gibt es die Spezialisten für Berge, da gibt es die Spezialisten für Dampfschiffe, für Industriebilder, für Industriebauten oder einfach jeder hat ja einen lokalen Bezug, jeder hat seinen Heimatort, Wohnort, Lieblingsferienort, Arbeitsort und so weiter und so fort, Kraftwerke und so weiter. Ich habe 2, 3 Bilder mit in die Präsentation eingebaut und Sie sehen immer hier unten steht dann der Originaltitel, hier Schweizer Alpen. Sie können sich vorstellen, in unseren Beständen wird man so Bilder viele finden und wenn das nur Schweizer Alpen heißt, naja, also ich meine, da findet man dann nicht wirklich viel Gescheites. Und wir haben es aber mit Ihrer Hilfe besser beschreiben können. Ganz kurz, damit Sie auch noch so mal einen Gesamtüberblick bekommen und was für Sie vielleicht auch interessant sind, wo könnte ich noch weiter eintauchen, wenn ich jetzt speziell Interesse habe. Das ETH-Bildarchiv hat 3 Millionen analoge Bilder, also negative Glasplatten, Großformat, Kleinformat, Abzüge und die lagern alle, wir sind hier im D-Stock und die lagern alle im B-Stock unten, also zu unterst, weiter runter geht es nicht mehr. Da werden die aufbewahrt und gesichert, sodass die nächsten 100 Jahre sicher nicht kaputt gehen. Wir digitalisieren aber auch fleißig, wir haben ein bisschen mehr als 10% jetzt online und das ist da, wo Sie sich dann bewegen auf unserer Bilddatenbank. Sie können ja auf jedem Bild einen Kommentar schicken, egal ob schon was steht oder ob noch gar nichts steht. Ich habe Ihnen mal die Hauptbestände hier aufgeführt, immer die Zahl, wie viel sind das analog und wie viel sind digital. Weil wir digitalisieren nicht alles und es ist auch nicht unser Ziel, dass wir irgendwann mal 3 Millionen online haben. Weil es gibt in modernen Beständen ganz viele Redundanzen. Das ist nicht notwendig, dass man da jedes Bild dann digitalisiert. Wir haben klassischerweise
ETH-Bibliothek, ETH-Hochschularchiv Bestände, die das ETH-Leben abbilden, die von Professoren und Instituten an uns gelangt sind. Das wären die Nachlässe. Dann haben wir eine Ansichtensammlung, die wurde aufgebaut zum 100-Jahr-Jubiläum der ETH Zürich 1955. Da hat man mal mit den Gebäuden von außen angefangen und ist in die Laboratorien und Hörsäle rein und hat bis und mit irgendwelche Mikroskope fotografiert. Also Ansichten sehr breit gefasst. Eine Porträtsammlung gehört da auch noch dazu. Dann haben wir eine große Sammlung Postkarten. Die wurden uns vom Adolf Feller, seiner Enkelin, geschenkt. Die sind alle online, recto verso, digitalisiert. Also sie können da auch Grußbotschaften, Studien machen. Dann, was in den letzten 4 Jahren sehr stark zugenommen hat, sind die Luftbilder. Und das macht auch sehr großen Sinn für unsere ETH-Forschenden. Für die sind wir ja auch noch zuständig, nicht einfach auch für die große Bevölkerung. Macht es sehr viel Sinn, Luftbilder vorzuhalten für Architekturfragen, für Siedlungslandschaftsentwicklung und so weiter und so fort. Und da haben wir 1,3 Millionen analog. Das sind aus diversen Beständen, speist sich das. Und da sind wir ziemlich fleißig am Digitalisieren. Also das ist jetzt ein Zwischenstand, das wird schon noch höher gehen. Dann haben wir ein tolles Pressebildarchiv, das kennen vermutlich die meisten. Aus diesen Bildern speisen sich ganz viele Blog-Einträge auch, weil die sind meistens sehr minimal beschriftet, diese Pressebilder. Da steht dann auf dem Kuvert Paris, that's it, aber Paris ist ja sehr groß. Das ist 1 Million und da haben wir vor 3 Jahren begonnen, das zu digitalisieren, aber auch nur auszugsweise. Das wächst auch ständig. Das ist ein toller Bestand, das ist der Kometbestand. Swissair, das Firmenarchiv, das waren 220.000 analoge Bilder, das haben wir in 4 Jahren bearbeitet, physisch wie online mit den Pensionären zusammen. Das sind 43.700 Bilder online. Die sind mehr oder weniger gut erschlossen, aber man findet schon auch immer noch, auch da gibt es noch Klärungsbedarf. Also da darf man auch, man darf überall reingehen, wo man seine Schwerpunkte und Interessenlagen hat. Ja, ein berühmtes Bild, da haben ganz viele von Ihnen mitgerätselt, ein sehr schönes Bild. Wir bekommen sehr gute Informationen von Ihnen. Also wir bekommen weder beleidigende Mails. Wir bekommen weder, oh, ist das ein schönes Bild oder, ah, da würde ich jetzt auch gerne sein. Das auf Flickr Commons, das ist so eine Plattform, wo die Library of Congress drauf ist, die haben 8 von 10 Kommentaren sind in dieser Währung. Das haben wir hier nicht. Wir haben immer sehr spezifische Angaben und ich kann eigentlich nur sagen, weiter so. Falls es mal für uns höchstens too much information ist, würden wir uns dann direkt bei den Betreffenden melden. Aber wie Sie uns die Sachen schreiben, mit meistens Beweismaterial, das ist eigentlich für uns sehr gut, wie Sie das machen. Was machen wir mit Ihren E-Mails? Wir können das ja nicht dann 1 zu 1 rekonstruieren, weil dann wären wir ja genau wieder so viel am Arbeiten dran. Das können wir einfach nicht leisten. Wir sind 6 Personen. Wir machen einen Plausibilitätscheck. Also meistens gehen wir rasch auch auf Google, was sie uns schicken, schauen. Und dann, wenn wir finden, doch, das macht Sinn, dann füllen wir die Informationen, die sie uns schicken, in die Felder ab. Titel oder in Beschreibung oder ein Schlagwort. Und es hat sich auch schon gezeigt, dass das halt vielleicht schon mal was nicht gestimmt hat, was von Ihnen gekommen ist. Aber meistens wird das ruckzuck von einem anderen von Ihnen dann korrigiert. Also das, da machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Die Kommunikation läuft sehr gut. Dann den Originalkommentar, also Ihr E-Mail, machen wir Copy-Paste. Wir haben ja ein Kommentarfeld, das kennen ja die meisten von Ihnen. Und da kopieren wir das dann rein. Also wir putzen noch so ein bisschen Orthographie oder Abstandsfehler und so weiter. Da sind wir so, also ich bin vor allem so ein bisschen picky da drauf. Das passiert und wir lernen auch ganz viel von Ihnen. Also seit Januar, seit wir online sind, haben wir ganz viel dazugelernt, auch in Bezug auf die Datenbank zum Beispiel, dass dieses Kommentarfeld Volltext durchsuchbar wird, weil
als wir angefangen haben, hat sich dann der eine oder andere von Ihnen gemeldet und der wollte dann wissen, ja, haben Sie denn jetzt meinen Kommentar schon eingearbeitet und wie finde ich denn die Bilder jetzt? Also Sie können in den Suchschlitz in der Bilddatenbank Ihren Namen eingeben und in der Regel kriegen Sie dann die Bilder, die Sie bearbeitet haben. Einfach so, falls Sie neugierig sind und gucken wollen, sind die denn jetzt da dran und haben Sie das auch gut gemacht? Ich zeige Ihnen jetzt noch, was dann passiert mit diesen Mails. Oder die einen Screenshots kennen Sie ja schon. Das ist ja die Einstiegsseite. Das hat auch der NZZ-Redakteur gelesen im Januar und ist neugierig geworden. So ist er auf uns aufmerksam geworden. Eigentlich wollte er eine Bildreportage-Recherche machen. Da sehen Sie ja Fett drin. Wissen Sie mehr? Das zieht sich ja durchs ganze Angebot durch. Dann finden Sie irgendein Bild, wie auch immer Sie suchen, was Sie gerade interessiert, dann sehen Sie hier unten ja dieses Feedback, das kennen Sie ja, und schon Kommentare, die vorhanden sind, falsch oder richtig, oder man könnte es noch besser. Und wenn Sie auf dieses Kuvert drücken, die E-Mail wird aufgemacht mit wunderbar der Bildnummer. Wir denken in Bildnummern, das ist für uns wichtig. Und dann geht dieses Mail, das geht dann an uns. Und Sie kriegen ein Antwortmail, das hatten wir auch, im ersten Monat kriegen Sie von uns nichts, da waren wir nur am Mails abarbeiten und das haben wir und irgendwann haben wir gemerkt, ja, wäre vielleicht noch nett, wenn Sie wissen, dass diese Mail bei uns angekommen ist und nicht irgendwo in ein schwarzes Loch gefallen ist. Also das ist auch eine Verbesserung, die wir gemacht haben. Und dann haben wir ein Outlook-Mail, wo die Bestellungen reinkommen, ein gemeinsames Mailprogramm. Also das ist hier unten, das wäre mein persönliches. Und da haben wir so dieses, eben die Bildarchiv-Mail. Und das sind die normalen Bestellungen. Und da haben wir einen Ordner eingerichtet, Feedback. Und die Mails gehen dann automatisch mit dem Feedback-Betreff hier rein. Und Sie sehen, also am Montagmorgen ist da immer so ein bisschen der erste Blick, wie viele Mails sind übers Wochenende reingekommen. In letzter Zeit waren sie sehr fleißig, das kann ich schon mal sagen. Und dann gucken wir, wir fragen ja immer, dürfen wir sie namentlich nennen im Kommentarfeld? Wir wollen ja, dass man sie im Kommentarfeld sieht, damit andere auch sehen. Das ist eine lebendige Datenbank, da läuft etwas. Und deshalb haben wir sie mal im ersten Mail gefragt, dürfen wir sie kommentieren? Die hier kennen wir bestens, das sind viele aus der Top 10, denen geben wir dann manuell ein Label Kommentar, ja. Und da gibt es aber solche, die weniger mitmachen. Da müssen wir dann in unsere Kommentarordner gehen und den Namen eingeben und gucken, ja, hat mal ja gesagt oder nicht. Und dann kriegt das Label oder nicht. Also es ist sehr viel Handarbeit, einfach damit sie so eine Idee bekommen, dass auch wir so Workarounds brauchen. Ja, wenn es dann erledigt ist, geht es in dieses Ordner. Hier werde ich auch die Statistik dann rausziehen. Und das ist unser Native Client. So sieht unsere Datenbank im Backoffice quasi aus. Das ist eine spezielle Ansicht. Hier sehen Sie das Feld Kommentare und da geht es eben dann Copy-Paste rein und jeder kriegt eine neue Zeile. Und wenn das Programm ein bisschen mehr auf Kommentarfunktion ausgelegt gewesen wäre, würde da jetzt auch noch das Datum direkt rein oder überhaupt automatisch rein. Aber es ist leider bei uns nicht so. Wir machen viel Copy-Paste. Aber wir machen es gerne. Genau. Meine Mitarbeitenden haben einen Wunsch geäußert, dass wir mit dieser vielen Handarbeit uns auch noch verbessern könnten. In der Regel macht sie das Mail auf und sie schreiben dann ihren Text und die meisten schreiben dann noch beste Grüße oder den Namen unten an den Text. Und Sie haben gesehen, wir werden dann das kopieren, hier ins Kommentarfeld reinschreiben, Doppelpunkt und dann den Text noch holen. Für uns wäre es super, wenn Sie Ihre E-Mails direkt so schreiben, so als kleine Anregung. Da hätten wir 2-3 Handgriffe weniger. Bei 100 Mails am Montagmorgen ist das sehr praktisch. Wie gesagt, am 18. Januar hätten wir nie gedacht, dass unser Jahr so aussehen wird, dass wir unsere Workflows intern anpassen. Und so in den ersten 2 Wochen war ziemlich Freestyle und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen das jetzt auch strukturieren. Wir sind 6 Personen im Bildarchiv und wir haben den
Workflow so aufgeteilt, dass 4 Personen sich das teilen. Sie sehen, Montag, Dienstag ist Julia Fink an der Reihe. Julia ist mit dem grünen Jäckchen. Ich mache den Mittwoch in der Regel. Heike Hartmann steht neben Julia, sie macht den Donnerstag. Dann haben wir Roland Lütti, der steht jetzt gerade da hinten auf. Der ist am Freitag jeweils dran. Und dann haben wir noch Marie-Rose Bröchen, bitte aufstehen. Sie unterstützt uns in allen Belangen, wenn es korrupte Bilder gibt oder sie ist unsere Postkartenfachfrau und alte Ansichten. Und dann haben wir noch Barbara Gitzendanner, sie ist unsere gespiegelte Frau. Oder? Es gibt auch viele Anmerkungen, dass ein Bild spiegelverkehrt ist, das geht dann direkt zu Barbara Gitzendanner. Sie macht dann... Genau, und wir verwenden 3 Stunden pro Tag im Schnitt, um Ihre E-Mails zu verarbeiten. Also Montag sind es in der letzten Zeit 7 Stunden, aber so übers Jahr jetzt gesehen sind das 3 Stunden. Ich habe jetzt noch ein bisschen mit dem großen Augenzwinkern ein bisschen gerechnet. Geht man davon aus, dass Sie pro Bild 0,4 Stunden brauchen? Ich hab die E-Mails mit einer Viertelstunde berechnet. Da komme ich auf 2100. Es sind aber ja so viele Bilder. Habe ich mal 0,4, das sind 2300 Stunden. Das macht ein bisschen, in der ETH arbeitet man in der Regel 2000 Stunden pro Jahr. Das macht ein bisschen mehr als ein Personenjahr. Im Moment haben wir 360.000 Bilder auf der Datenbank. Also, wir haben noch genug Personenjahre. Also, wir können uns auf Berndeutsch gesagt genug verdörlen. Sie sehen, insgesamt haben wir 615 Stunden geleistet. Wir verbrauchen 4,5 Minuten pro Hinweis, pro E-Mail. Und bei uns wird das hochgerechnet so viele Personenjahre bescheren. Aber unsere Datenbank wächst ja, also... Wir haben ja ständig neue Bilder, so im Jahr so zwischen 40.000 und 50.000 neue Bilder. So, jetzt noch ein Hinweis auf den Blog. Ich denke, das kennt jeder, weil bei jedem Dankesmail kommt auch der Blog. Montags immer, was gibt es Neues zu erraten? Inspiration auch für welche, die nicht ihr Steckenpferd haben. Und freitags kommen dann immer die Schmankerl, die schönen Bilder. Was wurde die Woche Besonderes herausgefunden, eben hier der Flusslauf. Jetzt komme ich zur zweitletzten Folie. Was haben wir für die nächsten Monate geplant? Natürlich Business as usual mit Ihnen. Dann haben wir jetzt begonnen, oder die ETH-Bibliothek goes video. Wir machen eine Videoserie, also eine Miniserie. Ich nenne das jetzt mal Miniserie, das ist ja sehr modern aus dem Fernsehen. Wir haben jetzt gerade die ersten 7 Episoden der ersten Staffel heute abgedreht. Quasi Crowdsourcing an der ETH-Bibliothek, The Beginnings. Und jetzt wird ja Episode 2 gedreht heute Abend und heute Nachmittag waren 6 aus der Top 10 unter anderem bei uns im Lesesaal und haben sogenannte Testimonials gemacht. Also ein Bild, ein besonderes Bild hat jeder ausgewählt oder wurde ausgewählt und dann haben die so erklärt, wie sie drauf gekommen sind, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten und so weiter. Es wird so 1,5- bis 2-minütige Videos geben, die werden aber erst im Januar online. Also sie werden nicht schon morgen Berichterstattung aus diesem Raum erfahren. Dann habe ich noch ein kleines Attentat dann auf Sie vor. Ich möchte gerne eine Online-Umfrage machen mit Ihnen, also mit denen, die Lust haben. Und zwar würde ich gerne mehr über Ihren soziodemografischen Hintergrund erfahren. So die These ist ja, Ü55, Ü60 sind die meisten. Eben diese 90% Männer, nimmt mich natürlich schon wunder, was mit dem Gender Gap ist. Ich bin Soziologin, deshalb so ein bisschen diese Fragestellung. Und auch, ich werde auf viele Konferenzen eingeladen, weil dieses Thema Crowdsourcing ist so very hot. Also das wollen alle wissen und sind alle begierig auf Informationen. Also
wir werden schon auch miteinander jetzt ein bisschen berühmt. Vor allem, wenn man dann noch so eine unsoziologische Umfrage dann noch haben, dann kommt das ziemlich gut an. Da sind wir dann die Ersten, mehr oder weniger. Also, so eine kleine... Sie werden wieder eine Mail von mir bekommen. Ich hoffe, im Dezember. Genau, jetzt habe ich noch eine Folie, und zwar die Top 10. Die Top 10, die jetzt aus 11 besteht, und es ist mega cool. Heute Abend sind 9, sollten hier sein, 9 aus der Top 10 sind angemeldet, und die möchte ich jetzt zu mir nach vorne bitten. Die Herren, die fett da stehen, bitte zu mir nach vorne kommen. Die bekommen nämlich jetzt ein kleines Geschenk. Wir haben eine Buchreihe seit 5 Jahren und jeder darf sich aus dieser Buchreihe ein Buch auswählen. Also Band 1 ist zu Ansichtskarten, Band 2 zu Swissair, Band 3 ist so ein bisschen edgy, ETH Wissenschaftsbilder, sehr spannend. Dann Luftbilder der Swissair und aus der Komet-Sammlung. Ich lasse Sie jetzt mal hier das in einfach ein Buch auswählen. Dann kommt jetzt wirklich die letzte Folie, und zwar Fragen. Meine Frage ist, Bilder, die nicht online sind, besteht da die Möglichkeit eines Zugriffs, dass man Bilder besichtigen könnte zu einem Thema oder so, dass die ausgehändigt würden in einem Lesesaal und man die dann entsprechend anschauen kann? Also Bilder, die noch nicht online sind, da sind wir meistens noch in der Bearbeitung, wenn sie schon digitalisiert sind. Die kann man im Lesesaal anschauen auf der Datenbank. Da kommen sie mit dem Passwort dann in die ganze Datenbank rein. Und Bilder, die noch gar nicht digitalisiert sind, die muss man bestellen. Die kann man im Lesesaal anschauen. Am besten, Sie schreiben uns eine E-Mail, was Sie brauchen, was Sie suchen. Also meine Frage basiert auf folgender Voraussetzung. Ich weiß, dass Bilder existieren, die sind aber in keinem Katalog nirgends vorhanden. Ja. Ich weiß, dass die gemacht wurden. Ich habe schon Abzüge gesehen, aber man kommt nicht an die Bilder an. Was sind es für Bilder? Bei mir sind es Bilder eines Flugzeuges, das gelandet ist in Dübendorf und mit Sicherheit von Alfred Gant oder schreiben Sie uns eine Mail und dann müssen wir recherchieren. Ah, okay. Also der Swissair-Bestand ist ziemlich gut online. Also da ist alles online, da sind alle Bilder online, nur die Dubletten nicht. Aber am besten schreiben Sie eine Mail, dann geht die Suche los. Ja, ist gut, ja. Dankeschön. Okay. Oh, jetzt ganz nach hinten. Ui! Bleiben Sie dort, ist schon gut. Ups, wow. Ich habe eine Sammlung von einem Großonkel nach in den Kanton Graubünden gegeben. Er hatte Glasnegative aus der Zeit von 1910 aus dem Bündnerland. Ich habe davon Fotos bekommen, Schwarz-Weiß-Abzüge. Sind Sie daran interessiert? Es sind nicht Unikate für Sie, also die Glasnegative sind aufbewahrt im Kanton Graubünden. Sind Sie trotzdem daran interessiert an Dubletten insofern oder möchten Sie da die Bilder nicht haben? Also wenn die schon mal im Staatsarchiv oder so sind, ist schon mal eine sehr gute Sache. Und wir sind dann eher so ein bisschen zurückhaltend. Aber das können wir so bilateral, können Sie noch ein bisschen mehr mir erzählen und dann also müssen wir genauer angucken. Gut, danke. Ich sage immer ja, aber mal anschauen. Ja. Meine Frage, wie kamen Sie auf 0,4 Stunden? Total aus dem Bauch. Ich habe eine Viertelstunde pro E-Mail, weil teilweise kann man ja ganz schnell etwas machen. Da ist eine Minute oder zwei, denke ich. Aber es gibt auch Bilder, wo ganz viel recherchiert wird. Und da ist so ein von mir aus dem Bauch geschätzter Mittelwert entstanden. Aber das ist natürlich dann für meine Online-Umfrage ein großes Thema. Da will ich das dann erhärten. Okay, haben wir noch
Da gehen wir darüber und dann haben wir hier vorne noch eine. Ja. Also ich würde es sehr gut finden, wenn man diese Bilder sortieren könnte nach den Spezialitäten. Also ich bin bei Bergen und bei Ausnahmen, wirklich eine Ausnahme, wenn ich das zu Berge sagen kann. Das interessiert mich weniger als alles andere, aber ich kann nicht sortieren in Ihrer Bibliothek. Das ist ein bisschen eine Schwachstelle. Wir mussten, als wir im Januar so viele Zugriffe auf die Datenbank hatten, mussten wir die Sortierung rausnehmen. Das ist meistens so, das ist da, wo wir wirklich dann immer mit der Performance die ersten Probleme haben. Wir hatten früher die Möglichkeit, nach Bildcode zu sortieren und jetzt sind sie defaultmäßig nach Erstelldatum des Datensatzes sortiert. Also sie müssen ja ein Schlagwort rein oder ihren Suchbegriff eingeben. Also wir hoffen, dass wir das noch wieder mal reinbringen können und dann wäre das dann möglich. Im Moment ist es ein Performance-Problem. Wäre schön, ja. Ja. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier, und noch hier eine Frage und dann würde ich sagen, gehen wir dann langsam raus zum Apero. Ja, ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie ich auf die neuest freigegebenen oder neuest erfassten Bilder komme. Die sind in dem Fall zu hinterst. Einfach zu hinterst draufgehen. Sie müssen, und dann wenn Sie online gehen, da haben Sie ja jetzt 360.000, ja. Haben Sie zwei Pfeile, einer der Seite, also, und dann gibt es aber okay. Noch einer, der geht direkt behaupten, da hinten sind. Dann ist das die Sortierung so. Ja, das ist eben okay. Die Sortierung, was ich jetzt erklärt danke. Habe. Besten oder wenn Dank. Sie ein Schlagwort eingeben und Sie wissen, ich habe jetzt da die ersten 100 Dampfschiffe gemacht und dann, wenn Sie gucken wollen, dann können Sie mit dem Pfeil nach der zuhinterst ja. Den ja. Okay. Klicken. Und sonst schreiben Sie mir eine Mail. Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier abbrechen. Fragen, wir sind jetzt hier 2 Stunden, bestürmen Sie mich, bestürmen Sie alle, die ein anderes Schildchen anhaben als Sie, können Sie bestürmen und dann wünsche ich frohen Apero und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist wunderbar.